Amaldo ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Käfer, existiert seit der dritten Spielgeneration und stellt die Weiterentwicklung von Anorith dar. Amaldo gehört zu den Fossil-Pokémon und seine Vorstufe kann aus einem Clown-Fossil wiederbelebt werden. Außerdem bildet Amaldo das Gegenstück zu Wheelie. Amaldo ist ein Anomalocaris-ähnliches, überwiegend blaues Pokémon. Es steht auf zwei kräftigen Beinen mit runden schwarzen Knien und besitzt zwei große Klauen als Arme. Der Bauch ist mit schwarzen, dünnen Querstreifen verziert. Um den Ursprung der Arme und den Bauch befindet sich ein gelber Rahmen. Amaldo verfügt über einen langen Schweif mit zwei nach links und rechts gefächerten sowie schwarzen Spitzen am Ende. Sein Gesicht ist blau, der Unterkiefer ist gelb und links und rechts stehen zwei weit auseinanderstehende Augen ab. In der Mitte ist eine schwarze Fläche mit zwei roten Färbungen, welche Nasenlöcher sein könnten. An beiden Seiten neben dem Rücken befinden sich des Weiteren kleine flügelartige Fächer, welche sich aus so je drei weißen, federähnlichen Elementen mit roten Spitzen zusammensetzen und auf dem Rücken selbst befinden sich noch größere Flügelfächer, welche aus einem ovalen Panzer mit vier Dornen herauswachsen. Seine Shiny-Form ist lehmrot gefärbt. Amaldo ist langsam, weist jedoch eine vergleichsweise hohe Angriffskraft auf und sein Panzer schützt es vor physischen Attacken. Auch selbst setzt es gerne physische Attacken ein und rückt Gegnern mit Attacken des Typs Käfer, Gestein oder Normal zu Leibe, indem es beispielsweise seine Klauen, welche so stark sind, dass sie eine Stahlplatte pulverisieren könnten, mit Kreuzschere oder Zermalmklaue einsetzt oder seine Kraft durch Attacken wie Felswurf beweist. Sein einziges Leben im Wasser zeigt sich dadurch, dass es noch immer zu einigen Wasserattacken, wie zum Beispiel Lake, fähig ist. Sein steinharter Panzer schlägt sich in seiner Fähigkeit Kampfpanzer nieder, welche es vor Volltreffern schützt. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Wassertempo und nutzen hierbei die Erfahrungen der Vorfahren, welche im Meer lebten, indem sie das Wasser des Regens nutzten, um ihre Initiative zu verdoppeln. Amaldo ist ein Vorfahre einiger heutiger Käfer-Pokémon. Obwohl seine Vorentwicklung in Gewässern lebte, ging das Pokémon nach der Entwicklung am Land, taucht jedoch in den Ozean, sobald es nach Beute jagen wollte. Seine zwei großen Schwingen ermöglichen ihm das Schwimmen und seine Schere nutzt Amaldo dazu, seine Beute aufzuspießen. Es lebte vor vielen Jahren und starb aus, jedoch konnte dank der fortgeschrittenen Wissenschaften aus einem Clown-Fossil seine Vorentwicklung Anorith wiederhergestellt werden. Und durch dessen Entwicklung ist dann nun auch Amaldo wieder bevölkert. Dabei stellt Amaldo die zweite Stufe der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich ab Level 40 aus Anorith. Der Körper wird durch die Entwicklung doppelt so groß und Anorith nimmt mehr als das Vierfache an Gewicht zu. Das grünlich-graue Pokémon besitzt nun eine blaue Körperfarbe und während sich Anorith kriechend fortbewegt, steht Amaldo auf zwei kräftigen Beinen. Diese sowie der Oberkörper prägen sich zu einer breiten, robusten Statur aus und der Kopf wird nun durch einen Hals gestützt. Am Rücken bildet sich ein dicker Panzer, aus dem zwei weitere Flügel wachsen und die vorher runden Augen sind nun in zwei Spitzen. Auswüchsen des Kopfes geschützt. Die weiß-roten, federähnlichen Flügel, der Schweif mit den Spitzen, die Klauen und der Grundaufbau des Gesichts bleiben dem Pokémon beibehalten. Und mit seiner Typenkombination gibt es halben Schaden gegen Normal- und Giftattacken, doppelten Schaden gegen Gestein-, Stahl- und Wasserattacken und der Rest macht normalen Schaden.